Vielleicht kennt ihr das selber auch, dass euer Portemonnaie nicht genügend Platz für all die Karten hat, die ihr so mit dabei haben möchtet. Da ist ja mittlerweile alles Mögliche dabei, egal ob Payback, ADAC, Kreditkarten, Bankkarten und so weiter. Und daher möchte ich euch gerne in diesem Video zeigen, wie ihr nahezu jede Karte ganz einfach mit iOS 17 in Apple Wallet legen könnt und damit dann mit eurem iPhone nutzen könnt. Sollten dich Videos rund um das iPhone und Tipps und Tricks interessieren, dann ist mein Kanal genau der richtige für dich. Lasst also jetzt gerne kostenlos ein Abo da. Bevor ich euch nun aber drei Apps zeige, mit denen ihr nahezu jede Karte, egal ob irgendeine Mitgliedschaft, ein Ticket oder ähnliches, hinzufügen könnt, öffnen wir noch einmal kurz die Einstellungen, denn hier ist es wichtig, dass wir ein paar Dinge beachten unter Wallet und Apple Pay. Und zwar habe ich hier jetzt aktuell drei Kreditkarten hinterlegt und es ist auch wichtig, dass ihr eben mindestens eine Kreditkarte bei Apple Pay hinterlegt, um eben das Apple Wallet über die Seitentaste, wenn ihr hier zweimal raufdrückt, öffnen zu können. Also das ist auf jeden Fall Voraussetzung, dass ihr Apple Pay hinterlegt habt. Dazu habe ich bereits ein komplettes Video gemacht, verlinke ich euch gerne unten in der Videobeschreibung, wenn ihr euch dort noch einmal etwas ausführlicher informieren möchtet, wie man konkret Apple Pay nutzt. Und wenn ihr eben hier diesen Schalter aktiviert und zweimal auf die Seitentaste klickt, dann wird hier eben Apple Wallet geöffnet mit euren Kreditkarten, aber eben auch mit euren externen Karten, wie hier jetzt in diesem Beispiel mit der Lego VIP-Karte. Ich würde sagen, wir starten jetzt zuallererst einmal mit Stokart und dort könnt ihr im Grunde genommen jede Art von Kundenkarte ganz einfach hinzufügen, egal ob ADAC, Kaufland, DHL, IKEA und so weiter. Also irgendwie ist wirklich jede Art von Kundenkarte, die ihr eben in dieser App sammeln könnt, dann habt ihr einen Ort, wo alle eure Kundenkarten hinterlegt sind und ihr habt dann natürlich auch die Möglichkeit, einige davon, leider nicht alle, in Apple Wallet zu übertragen. Wie ihr seht, ich habe hier jetzt ADAC, Deutschlandcard, DKV, Lego und Payback hinzugefügt und wir können hier oben auch auf das Plus gehen und dann wirklich zwischen hunderten verschiedenen Anbietern wählen und hier eben raufgehen und am Ende hier diesen Barcode abscannen oder auch manuell eingeben, um eben diese Karte hinzuzufügen. Und so kann man im Grunde genommen schon mal alle Karten, alle Mitglieds- oder Kundenkarten, die man so im Portemonnaie hat, in dieser App sammeln. Wenn ihr dann auf eine der Karten raufgeht, wie hier zum Beispiel beim ADAC, dann könnt ihr hier zusätzlich noch Notizen und Bilder hinzufügen und oben auf die drei Punkte gehen. Und dann gibt es hier den Punkt zu Apple Wallet hinzufügen. Dort könnt ihr ganz einfach rauftippen und daraufhin wird die Karte auch schon in diesem Fall zu Apple Wallet hinzugefügt. Das Ganze wird dann einmal kurz heller und dann kann man hier am Ende oben auf Hinzufügen tippen und daraufhin wurde diese Karte mit der Kundennummer eben hinzugefügt, inklusive Strichcode, inklusive Barcode, der dann eben abgescannt werden kann. Leider funktioniert das in Stokart aber nicht mit jeder Karte. Also wenn ich hier zum Beispiel auf den DKV raufgehe, dann seht ihr hier, dass wir eben nicht die Möglichkeit haben, diese Karte zu Apple Wallet hinzuzufügen. Was natürlich ziemlich schade ist, dass das hier nicht mit jeder Mitgliedschaft funktioniert. Aber einige könnt ihr auf jeden Fall dann in Apple Wallet übertragen und dort verwenden. Und da eben nicht alle Mitgliedskarten oder grundsätzlich alle Tickets und so weiter in Stokart zu Apple Wallet hinzugefügt werden können, gibt es dann weitere Apps, wie zum Beispiel Pass2U Wallet. Und hier kann man Karten, Gutscheine und so weiter hinzufügen. Wie ihr seht, hier haben wir einen relativ ähnlichen Aufbau, aber wir können hier wirklich unzählige verschiedene Karten, Mitgliedschaften, Tickets etc. hinzufügen. Also da gibt es viel, viel mehr Möglichkeiten. Und dazu öffnen wir die App hier jetzt einmal und können hier im Grunde genommen unten über das Plus eine neue Karte hinzufügen. Und dort gibt es dann zum Beispiel Vorlagen. Wir können einen Code ganz einfach abscannen. Wir können Ganze manuell eingeben oder eben einen Barcode von einem Foto nutzen. Also da gibt es schon sehr viele Möglichkeiten. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel ein Ticket haben fürs Kino, für ein Konzert und so weiter, dann können wir hier eben schon diesen Barcode abscannen, um dieses Ticket dann zu Apple Wallet hinzuzufügen. Besonders schön an Pass2U sind aber die Vorlagen und dazu gehen wir hier einmal rauf und dann seht ihr schon, dass wir hier wirklich unzählige Vorlagen bekommen. Es gibt hier jetzt bei neu einige, die natürlich auch nicht nur auf Deutsch verfügbar sind, sondern in diversen Sprachen. Und im Grunde genommen könnt ihr hier zwischen beliebt, neu und eigene wechseln. Wenn wir jetzt hier einmal bei beliebt schauen, finden wir zum Beispiel das Deutschland-Ticket. Dann haben wir hier Rewe, wir haben Payback, wir haben DM, Penny, WhatsApp, was wir hinzufügen können, Kaufland. Wir haben hier nochmal Payback mit Aral-Coupon. Dann haben wir hier als nächstes zum Beispiel, wenn wir noch ein bisschen weiter nach unten scrollen, Legoland, dann hier nochmal die Deutschlandcard. Also da gibt es wirklich unzählige, also alles Mögliche, was ihr euch vorstellen könnt, Starbucks und so weiter, nochmal Rewe. Und ihr könnt das hier natürlich auch entsprechend mit diesen Bildern sehen, dass wir hier eine entsprechende Gestaltung haben, was ich auch sehr schön finde. Und da kann man jetzt zum Beispiel, wenn wir hier sagen, wir wollen ein Deutschlandticket hinzufügen, dort einmal raufgehen.
Und dann haben wir hier die Möglichkeit, eine Kategorie zu wählen. Wir können hier einen Barcode wählen. Wir können Name eingeben, also in dem Fall dann euren Namen, genauso wie die Gültigkeit. Meistens sind die Tickets ja immer für einen Monat gültig. Dann haben wir hier eine Ablauferänderung, die wir uns stellen können. Wir können hier das Pass-to-Use-Symbol entfernen, wenn wir eben die Premium-Version erworben haben. Und so kann man am Ende dann hier auch noch eine Kategorie auswählen. Also hier gibt es jetzt keine weiteren. Und dann auf Fertig gehen. Und daraufhin dann eben dieses Deutschland-Ticket mit den Informationen, mit dem Strichcode und so weiter, den man hier dann eben hinzugefügt hat, ganz einfach zu Apple Wallet ergänzen. Ich habe hier jetzt noch einmal alles richtig ausgefüllt, Name, dann die Gültigkeit und hier den Barcode ausgefüllt. Könnt ihr natürlich entweder scannen oder manuell eingeben und daraufhin das Ticket dann hier oben wieder hinzufügen. Und ich finde, das sieht doch schon ziemlich cool aus, dass man dann eben das Deutschland-Ticket in Apple Wallet nutzen kann. Also wie gesagt, wir können hier noch auf Hinzufügen gehen und daraufhin wurde dieses dann ergänzt. Übrigens könnt ihr auch zum Beispiel Krankenkassenkarten auswählen. Also ich bin bei der Barmenia und kann dann hier eben entsprechend diese Versicherungskarte hinzufügen. Das könnt ihr aber zum Beispiel auch mit der AOK machen. Also wenn wir hier mal nach der AOK oben in der Suche suchen, dann haben wir hier ebenfalls ganz viele verschiedene Vorlagen und ich finde das richtig cool. Also dort können wir dann ebenfalls raufgehen und können dann hier eben die Informationen verändern. Also wir können hier dann auf Weitergehen und daraufhin haben wir hier ebenfalls die Möglichkeit, Dinge wie den Namen, Versicherungsnummer, Versicherung, Ablaufdatum und so weiter hinzuzufügen. Also ebenfalls sehr, sehr viele Parameter, die man dann am Ende eben einsehen kann. Man kann den Code dann scannen und so weiter. Also ich finde, das ist eine ziemlich coole Sache, alle möglichen Karten einmal zu digitalisieren und dann in der Wallet-App zu verwenden. Zu guter Letzt möchte ich euch gerne noch die App Pass for Wallet zeigen und damit habt ihr nahezu unbegrenzte Möglichkeiten, ob Tickets, Coupons, Mitgliedschaftskarten und so weiter. Ihr könnt hier wirklich nahezu alles hinzufügen und daher schauen wir uns diese App jetzt auch noch einmal an, gehen dort einmal rauf und wenn wir jetzt hier einmal schauen, sehen wir als allererstes Kundenkarten, die wir hinzufügen können. Also hier haben wir dann die Möglichkeit, Namen hinzuzufügen, einen Barcode zu scannen, Kartennummer manuell hinzuzufügen, dann hier, wann die abgelaufen ist. Wir können hier unterschiedliche Bilder hinzufügen. Wir haben die Möglichkeit, einen zusätzlichen Barcode. Wir können die Farben verändern und vieles mehr. Und ganz am Ende dann hier wichtig zu Wallet hinzufügen auswählen und können hier im Grunde genommen wirklich jede Kundenkarte ergänzen. Dann haben wir noch die Möglichkeit, den Covid-Pass hinzuzufügen und dazu eben alle wichtigen Informationen auszufüllen, zum Beispiel für internationale Flüge. Wir können Gutscheine hinzufügen, inklusive Rabatte, dann wie viel Geld da drauf ist und so weiter. Wir haben die Möglichkeit, Tickets hinzuzufügen, Konzerttickets, Kinotickets etc. Da kann man dann hier ganz einfach die Ticketnummer hinzufügen, entweder über den Barcode oder das Ganze manuell eingeben, Sitzplatz, Zeit und so weiter. Also nahezu alles, was eben auf dem Ticket draufsteht, kann man hier ebenfalls ergänzen. Und ihr könnt auch auf Persönlich gehen und hier jetzt wirklich ganz individuell das hinzufügen, was ihr gerne in Wallet speichern möchtet, egal ob das irgendwelche privaten Daten sind, die man auf einem Gutschein hat oder die man auf einer Karte hat, auf dem Perso, Führerschein etc. Im Grunde genommen könnt ihr hier wirklich jede Art von Karte hinzufügen, wenn ihr eben etwas in Apple Wallet speichern und schnell abrufen möchtet. Auch hier könnt ihr natürlich einen Code hinzufügen, einen Barcode. Könnt dann hier eben die ganzen Felder selbst beschriften und dann die Infos hinzufügen. Auch da natürlich farblich das Ganze anpassen und so weiter. Also da gibt es nahezu unbegrenzte Möglichkeiten, was ihr am Ende in Apple Wallet speichern möchtet. Ich habe hier jetzt mal beispielhaft einen Gutschein hinzugefügt, habe hier einen entsprechenden Barcode gescannt, diesen dann hier ergänzt, 15% Rabatt und hier kann ich jetzt das Ganze auch noch farblich anpassen, wenn ich möchte und am Ende hier auf zu Wallet hinzufügen gehen und daraufhin wird eben dieser Gutschein hier entsprechend ergänzt mit dem Barcode, mit der Information, wie viel Rabatt das hier ist und so kann ich eben auch Gutscheine ganz einfach sammeln, sie digitalisieren, um sie dann später einlösen zu können. Die hinzugefügten Tickets, Kundenkarten und so weiter könnt ihr dann entweder hier über einen Doppelklick auf den Side-Button hinzufügen oder ihr öffnet die Wallet-App und dann seht ihr hier oben eure Kreditkarten und darunter eben alle möglichen Tickets, wie zum Beispiel den Gutschein, den wir gerade erstellt haben. Dann hier Dinge wie Booking, Deutsche Bahn, TUI Fly, dann haben wir hier von Stokart unsere hinzugefügten Karten, das Deutschland-Ticket etc. Also nahezu alles, was wir eben hinzufügen können und wir können dann das Ganze hier natürlich einmal öffnen, sehen hier den Barcode und können dann hier diesen Gutschein ganz einfach einlösen und wenn wir die Karte nicht mehr benötigen, können wir hier auf die drei Punkte gehen und dann hier ganz einfach die Karte entfernen.
Wie ihr seht, gibt es nahezu unbegrenzte Möglichkeiten, mit Hilfe der drei Apps alle möglichen Kundenkarten, Tickets und so weiter hinzuzufügen, um diese am Ende in Apple Wallet zu digitalisieren und immer mit dabei zu haben, denn im Grunde genommen das iPhone oder auch die Apple Watch, wo man natürlich die ganzen Karten auch spiegeln kann, hat man eigentlich immer mit dabei und so kann man natürlich am Ende auch ordentlich Platz im Portemonnaie sparen. Und damit wären wir dann auch schon am Ende dieses Videos angekommen und ich hoffe natürlich, dass ich euch helfen konnte, alle möglichen Karten, Tickets und so weiter in Apple Wallet zu legen, um etwas Platz in eurem Portemonnaie zu schaffen. Und wenn das der Fall war, lasst jetzt gerne einen Daumen nach oben da, schreibt mir mal die Karten, die ihr in Apple Wallet verwendet, unten in die Kommentare und vergesst nicht, meinen Kanal für weitere ähnliche Videos kostenlos zu abonnieren und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht es gut!